Guten Tag, willkommen zusammen. Heute zeige ich, heute geht es um Thema Windows 10. Ja, Windows 10 geht es heute. Und zwar heute geht es natürlich um die Datenschutz, ja. Und andere Leute sagen sich, hey, was ist damit? Und wir gehen einfach mal Einstellungen, ja, was du PC da machst, was du schreibst, Keylogger, Schreibverhalten und so. Und zwar, wir werden mal gucken, wie man hier bei diesen ausschalten kann. Das sage ich gleich und gleich vorweg. Windows 10, da kriegen die Leute so einen großen Kopf. Die Leute sagen sich, ja, mehr Daten werden gesendet und dann sagen sich Hintergrund mehr Downloadgeschwindigkeiten. Und dann habe ich gedacht, ja, komm, mach's ein Video darüber. Dann ja, werden Daten verteilt und ihr wollt das Ganze aushaben, das machen wir auch. Wir gehen gucken mal, was auf Infos klicken. Beispiel auf Infos klicken, da wollen wir ins Internetseite hingeleitet. Warte mal, jetzt aber. So, Datenschutz, warum persönliche Daten teilen? Steht alles darüber, könnt ihr lesen. Datenschutz-Dashboard. Ich glaube, geht noch, das geht ja noch. Das ist von den Microsoft, so. Ja, persönlich, ja. Ja, das alles zu übertragen werden und so Sachen Datenschutzrichtlinien, da könnt ihr ein bisschen was lesen und zwar könnt ihr was lesen. Warum persönliche Daten teilen? Eigentlich ganz gut, aber läuft derzeit PC, heute PC neu gemacht und weiter sofort. Jetzt muss ich noch ein bisschen Arbeit heute von mir. Ganz einfach, wir fangen einfach bei den Allgemeinen an. Wir fangen an hier Zugriff meine Webseiten, was gestatten? Ne. Anzeigen, also wir bekommen eine ID, das heißt, diese ID wird natürlich und Tablet hinsetzen, da Windows 10. Werbung, okay. Aktivitäten, auch Windows 10, ne, brauche ich nicht, will ich nicht. So, was haben wir denn da? Webseitenzugriff und Sprache gestatten? Können wir was werden? Nein, Grundsätzlich eine Sprache oder sowas. Bei mir gibt es nicht. Windows starten, Apps, Diagnose. Okay, Verbesserung, nö, ist total sinnlos. Fallende Inhalte für Apps anzeigen. Okay, welche Apps die ich gerne öffne? Welches Spiel runterlade? Sprache habe ich aus. So, wenn geht Freunde lässt, ne? So, wir gehen hier Feedback und Diagnose. In, ja. Gehen wir drauf. Ja, ganz egal. Ja, ja, einfach meine Feedback. Ja, unten der Feedback. Stell dir auf nie ein. Ja, es läuft auch viel besser. Läuft schon sehr gut heute. Vollständig hier im Allgemeinen und vollständig, da könnt alles Microsoft, was wir bekommt und wir einfach stellen, einfach was gesendet. Ich zeige euch Windows, jetzt hier kommt noch eine Sache, Windows 10 und Windows Home und Pro können natürlich das Ganze ausschalten. Wir gehen einfach hier rein, das euch zu entfernen und dann, ja, dann zeige ich euch, wie man das entfernen kann. Ein paar Dienste deaktivieren. Einfach unser Windows Enterprise Edition gehen wir hier rein, Gruppenrichtlinien, da ist sie unten, da schon Gruppenrichtlinien. Da könnt ihr ein bisschen mehr machen. So, wir gehen hier auf Anlagen und da gehen wir hier auf Einstellungen. Also erstmal Vorlagen und dann Einstellungen. Da gehen wir das anklicken, Telemetrie. Das heißt, dem gebe ich hier einfach Telemetrie ein. Telemetrie, so, mal gucken. Wo ist das denn? Los, komm raus. Ich schreibe was hin. Telemetrie. Also das heißt Telemetrie, das heißt, da ist sie. Telemetrie zulassen. So, das heißt, den Pfad bitte raussuchen. Dann Doppelklick. Einfach mal Doppelklick öffnen. Bisschen so seht, dass ihr besser sehen könnt. So. Wir gucken. Hier können wir aber Doppelklick anklicken. Die ein bisschen mehr machen. Also Pro bei Home-Session. Home geht das gar nicht. Also geht es nur für Pro und Enterprise Edition. So, wir gehen hier auf Aktivieren. Das machen wir auch mal. Vollständig, erweitert, optional und hier auf 0. Wir stellen hier auf 0. Dann 0, ja, machen wir auch mal auf 0. Und wir freuen uns darüber, dass es funktioniert. So, und jetzt nochmal, keine Ahnung, warum das nicht so, und jetzt, ja, jetzt ist ausgegraut, jetzt kann ich nichts machen.
So, und wir gehen hier auf den Dienst. Wir müssen noch einen Dienst, ja, was noch Performance macht, zum Beispiel Windows Chart. Also da ist er doch. Auf deaktivieren. So, ganz wichtig. Das ist einfach auch für Daten. Da hat die Genose-Daten und hast nicht gesehen. So. So, es gibt noch viele Sachen, wie wir das ausspionieren und so. Wir gucken, mal gucken. Da habt ihr euch ein paar Verfahren oder Be Befehle, dass die, ja. Weiter sofort. Ich kann jetzt mal in der Audio-Datei, das heißt, wir gehen jetzt hier rein in der REC-Datei. Editor, sehr wichtig, dass man reingeht. So, wir gehen hier rum. Ja. Moment. Okay, also gibt einfach mal ein. Local Machine müssen wir hin. Im Local Machine müssen wir auf Software hingehen. Puh, da. Microsoft und Windows und Conversion. Da ist es. Und da trägt er einfach ein. Das heißt, hier trägt jetzt den Namen ein. Ich lösche es einfach mal. Ein die wird, das ist ganz wichtig, und er tragt das hier ein. Das heißt, wir kopieren das einfach mal. Moment, oben dann natürlich. Wir klicken auf Eingabe und natürlich auf 0. Wenn es zum Beispiel auf 0 ist, dann ist okay. So, es kann ein Patch da rausgenommen werden, aber egal. Es wird gerade diskutiert so. Danach, ja, die Rostdatei können wir auch mal nachschauen. Können wir auch mal zusammen nachschauen. Und zwar eine Rostdatei. Eine Rostdatei, keine Ahnung, wie die das macht. Wir gehen, gucken mal, wo die platziert ist, wo wir Windows installiert haben. Gehen wir rein, Moment, da gehen wir auf System 32. Ich hoffe mal, System 32, da ist er ja. Dann gehen wir auf Drivers. Ich hoffe, ich spreche es genau aus. Da gehen wir auf NC, dann gibt es die ROS-Datei. Das ist eine RAL-Datei. Ich würde erstmal entpacken, einfach kopieren und dann auf dem Desktop bearbeiten. Spackt euer Antivirenprogramm rum, aber ich habe kein Antivirenprogramm. Wir klicken jetzt einfach mal hier rein, einfach mal öffnen und jede Menge Kommentare. Damit können wir mal ein bisschen die Leute was einkopieren. Und das machen wir auch mal. Ja, Moment. So. Hab's eingepult, da können jede Menge Kommentare, können wir das rauslöschen oder ich mache hier eine neue Zeile hin. Das heißt, hier mache ich rein. So. In 30 Server, die ja Daten von euch zu bekommen. Wir klicken hier auf Schließen, Speichern. Und die Datei, die ziehen wir nochmal rein und die richtig wirkt. Pass auf. Reinschieben. Zack. Und ja. Und jetzt nochmal, dass wir fortsetzen möchten. Das möchte ich auch. Und jetzt die ganze Gelumpe drin. Jetzt einfach ganz der Gelumpe drin. So. Perfekt. So, das war es auch schon. Das ist auch nur ein kleiner Schritt, den ich gemacht hatte. So. Für den Ausspionieren auch noch, ja. Ja, dann sage ich mal, ja. Ihr seht das Hintergrund. Ihr könnt jetzt auch, jetzt kriegt Microsoft keine Daten mehr. Wenn der Microsoft hier Sachen, Leute, die das ausschalten, ja egal, wird auch diskutiert. So, wir gehen jetzt einfach mal eine Sache, was mir natürlich auffällt. Und zwar einen Dienst. Der Dienst heißt, ach Moment, ich muss kurz überlegen. Den Dienst kennt ihr nicht. Ja, Hintergrund-Apps. Das heißt, wir gehen hier auf Hintergrund-Apps. Da gehen wir aus, starten wir den. Yep, nochmal reingehen. Unter Apps, weil da war einer hat geschrieben, das ist auch nicht so nervig. So, da fehlt natürlich auch. Wir gehen hier unter. Moment. Das ist so nervig. Conversion Auto, nee. So. System User, System, nee, 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 nee. Da gebe ich einfach mal App. Er gibt hier Apps ein. A Local Machine. System Loser.
Wir gehen hier. Es ist viel, ich weiß jetzt nicht, wo den findet. Das ist ein bisschen zu doof hier. Da gibt es hier noch natürlich so einen Ordner, der heißt Conversion, ich weiß es nicht. Apps, keine Ahnung. Ja, egal. Ja, egal, passt schon. So, schließen wir kurz mal. Komm, schließen so. Kenne ich nicht mehr und ja. Vergessen ist vergessen, ne? Ja, dann würde ich sagen, das war's auch schon. Jetzt wird Microsoft keine Daten auf natürlich eine Textdatei, die ihr und Microsoft bekannt ist und eine Sache ausgeschaltet haben, dann fühlt Windows 10 viel besser. So. Den ganzen Tag Daten und so weiter und so fort. So. Würde ich sagen, Kanal unterstützen, bitte natürlich abonnieren nicht vergessen. Ne? Und ja, es gibt noch zwei Dinger, die zum Ausspionieren, aber ja, Programmen. Außer Programm. Ich müsste natürlich Programme überlegen, ob ihr ein Programm euch traut oder so. Bei mir traut meine Programme gar nicht, weil ich habe schon mehr Programme runtergeladen, die sind von Schrott. Und natürlich, warum das Teil, dann habe ich ein Complete da stand da. Ja, ich mag die Dinger nicht. Und dann sage ich mal, Kanal unterstützen, man sieht sich und man sieht sich. Tschüss, Wiedersehen und Tschüss. Wiedersehen, Tschüss. Wiedersehen.